Guten Tag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit dem Thema Mecklenburg-Vorpommern positioniert sich als Familienreiseziel Nummer 1. Wir sind im 3. Jahr in Folge nicht vor Ort in Berlin. Im 2. Jahr in Folge senden wir hier live aus dem Studio 301 im Rostocker Fischereihafen. Wir haben in der nächsten halben Stunde die Themen Rückblick auf die Reisesaison 2021. Wir wagen eine Vorausschau auf die kommende Saison und haben auch die aktuelle Qualitätsoffensive im Segment Familientourismus im Blick. Ich darf begrüßen hier im Studio den Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Reinhard Meyer, den Geschäftsführer des Landestourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Tobias Woitendorf, und Herrn Tanschus, Andreas Tanschus, Direktor vom Meeresmuseum in Stralsund. Im Anschluss an die Redebeiträge können Sie gerne Fragen stellen, die wir dann auch im Chat beantworten, beziehungsweise hier live vor Ort. Ich übergebe dem Minister Meyer das Wort mit einem Statement zum Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ITB-Pressekonferenz. Leider muss man sagen, digital noch. Viel lieber wären wir jetzt doch in Berlin gewesen, hätten das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern vorgestellt. So machen wir das heute auf diese Art und Weise am Internationalen Frauentag. Und wenn der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern so entscheidet in den nächsten Wochen, dann wird das im nächsten Jahr, meine Damen und Herren, ein Feiertag in diesem Land sein. Noch ein Grund, hierher zu kommen und Urlaub und Natur in Mecklenburg-Vorpommern zu genießen. Wir wollen heute kurz zurückschauen auf die Entwicklung, die ja nun wirklich eine extrem besondere ist, nämlich geprägt durch die Corona-Pandemie, auch für das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern keine einfache Situation. 2021 war ein schwieriges Jahr. Man kann das anhand der Zahlen sehen, dass wir insbesondere im ersten Halbjahr einen erheblichen Einbruch hatten, natürlich pandemiebedingt. Das war ein Wechselbad der Gefühle. Im zweiten Halbjahr, insbesondere was den August angeht und auch den Oktober, Rekordzahlen bei den Übernachtungen. Und das ist natürlich alles andere als Planungssicherheit, die die Touristiker brauchen. Und insofern wünschen wir uns natürlich für das kommende Jahr mehr Planungssicherheit, als das in 2021 tatsächlich der Fall sein konnte. Man muss sich mal ein bisschen die Zahlen auf der Zunge zergehen lassen. 26,5 Millionen Übernachtungen haben wir in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2021 gezählt. Das ist auf dem Niveau von 2007. Und das zeigt, wie in vielen anderen Regionen Deutschlands, wie sehr die Pandemie hier den Tourismus, das Geschäft letztendlich beeinflusst hat. Wir haben im ersten Halbjahr auch im bundesweiten Vergleich relativ wenig Übernachtungszahlen in 2021 gehabt. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass andere Regionen schneller am Markt waren, insbesondere auch Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die sogenannte Modellprojekte hatten. Das ist auch etwas, woraus wir im Nachhinein sicherlich lernen müssen, was die Politik angeht in Mecklenburg-Vorpommern und die Unterstützung des Tourismus. Denn diese Modellprojekte, so viel kann ich sagen, mit deutschlandweiten Blick, die haben funktioniert. Dafür lief das zweite Halbjahr, wie schon angedeutet, sehr gut. Wir hatten noch nie so hohe Übernachtungszahlen wie im August, noch nie so hohe Übernachtungszahlen wie im Oktober, sodass man fast schon das Gefühl hatte, wir kommen beim Tourismus auch an bestimmte Grenzen des Wachstums, zumindest in quantitativer Hinsicht. Auch das führt ja auch zu einer Diskussion im Lande, die gut ist. Wie viel Tourismus verträgt das Land? Was ist mit dem Thema Tourismusakzeptanz? Und wir als Landespolitik wollen das natürlich entsprechend dann auch kanalisieren im Dialog. Was wir sehen können, ist, dass wir deswegen noch relativ glimpflich auch im bundesweiten Vergleich in Mecklenburg-Vorpommern bei den Zahlen weggekommen sind, weil wir weniger international sind, was die Gästestruktur angeht, weil wir weniger Städtetourismus haben und auch weniger auf Geschäftsreisen ausgerichtet sind. Ob das immer ein positiver Effekt ist, mag dahingestellt sein, aber das hat uns zumindest in der augenblicklichen Situation geholfen, wenn Sie auf die Zahlen der Städte sehen, ob Berlin, Hamburg oder auch Länder, die sehr stark vom Geschäftsreisetourismus abhängig sind, so wie in Hessen zum Beispiel, dann sehen Sie anhand der Zahlen, dass da der Rückgang der Übernachtungen im letzten Jahr noch weitaus mehr war von den Ausgangswerten her als das, was wir in Mecklenburg-Vorpommern erlebt haben. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, ich hatte vorhin schon gesagt, Planungssicherheit ist ganz wichtig, dann erwartet, glaube ich, die Branche von der Politik genau das. Und zwar nicht nur, was jetzt die konkreten Öffnungsschritte im Frühjahr angeht. Und vielen Dank auch nochmal an den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern, der mit seinem sogenannten Osterplan viel in der Diskussion auch nochmal bewegt hat, sondern die Planungssicherheit muss auch für den Herbst gelten. Corona ist noch nicht vorbei und wir dürfen nicht als Politik die Fehler wie im letzten Jahr machen, das quasi hinten anzustellen, sondern wir müssen auch in dieser Situation den Touristikern in Mecklenburg-Vorpommern genau diese Planungssicherheit, soweit es eben geht, anbieten, damit sie ihr Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes planen können, damit wir Verlässlichkeit haben, damit die Kunden, die sich entscheiden für den Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern, auch weiterhin sich dafür entscheiden. Wir haben, was die Unternehmen angeht, viel getan. Wir haben nicht nur die Überbrückungshilfen zusammen mit dem Bund den Unternehmen zugutekommen lassen. Wir haben darüber hinaus vielfältige Hilfen, insbesondere auch für die Branche, auf den Weg gebracht in der Vergangenheit, ein Modernisierungsprogramm für den Tourismus, das gewirkt hat. Und ich kann heute sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern an Bundes- und Landesmitteln ungefähr 1,5 Milliarden Euro seit Beginn der Pandemiekrise ausgereicht hat zur Unterstützung der Unternehmen. Und das ist auch ganz wichtig, damit uns sozusagen nicht die Unternehmen wegbrechen, die wir für den Tourismus im Urlaubsland brauchen. Aber das alleine reicht nicht. Wir müssen auch Hausaufgaben machen, gemeinsam mit der Branche. Das Thema Fachkräfte steht ganz oben an. Das heißt, bekommen wir noch die Fachkräfte, die wir in Zukunft im Tourismus brauchen? Und dahinter steht auch ein Qualitätsversprechen. Denn gerade im Dienstleistungsbereich ist es extrem wichtig, die Fachkräfte zu haben, um diese Qualität, die immer mehr gefordert wird, von den Gästen tatsächlich auch zu erfüllen. Andere Dinge wie Preis-Leistungs-Verhältnis, neue Angebote, das gehört alles dazu. Tatsache ist auch, die Reiselust der Deutschen ist zurück. Und fragen Sie sich selber, wie es Ihnen persönlich geht. Nach 2 Jahren Pandemie hat doch jeder irgendwie das Bedürfnis, jetzt wieder rauszukommen, Urlaub zu machen, neue Dinge zu sehen oder altvertraute Dinge wieder zu genießen. Und dazu passt, dass wir in vielen Umfragen, in vielen Analysen nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen in Deutschland gehören in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist auch ein Versprechen, das wir weiter einhalten müssen. Wir haben Kooperationspartner, die uns dabei unterstützen. Und wir müssen auch gucken, dass wir an einem Thema arbeiten, das mich auch als Verkehrsminister zusammen mit dem Tourismus doch sehr interessiert, wie wir als Autofahrerziel uns davon ein Stück weit entfernen können. Dazu gehört insbesondere, dass wir die Verbindungen auf der Schiene nach Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gemeinsam mit der Deutschen Bahn, aber auch anderen Anbietern verbessern können. Denn zum nachhaltigen Urlaub, das wollen wir, das beginnt eigentlich mit der Anreise an das Reiseziel. Und da können wir in Mecklenburg-Vorpommern mit den Angeboten noch lange nicht zufrieden sein. Letzte Bemerkung, weil das ganz wichtig ist für die Branche, für das Reiseziel Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben die höchste Tourismusintensität in Deutschland. Das wird sich auch nicht ändern. Und das verpflichtet auch die Politik, dass sie besonders auf den Tourismus schaut. Nicht nur, dass der Minister das im Namen seines Arbeitsbereiches hat, sondern dass wir eine Koalitionsvereinbarung im letzten Jahr, im Herbst, geschlossen haben, die sehr viele touristische Themen thematisiert, auf den Weg bringt, für die Zukunft aufbereitet. Dazu passt eine Tourismuskonzeption, die gut ist, die evaluiert wird. Dazu passt die Absicht, ein Tourismusgesetz in dieser Legislaturperiode für Mecklenburg-Vorpommern zu verabschieden, als erstes in ganz Deutschland. Und dazu passt es, dass die Regionen sich auf den Weg machen zu mehr Zusammenarbeit, zu mehr Kooperation mit ganz konkreten Produkten, wie zum Beispiel Gästekarten, von denen wir wissen, dass die Kunden sie wünschen, dass sie vielfältig sein sollen, vom ÖPNV bis zum Eintritt in eine Kulturveranstaltung. All das macht den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern noch attraktiver. Und damit sage ich auch als Landespolitiker, wir haben die Voraussetzungen dafür gesetzt. Und jetzt gilt es, diese Planungssicherheit zu geben und die Arbeit der Touristiker nachhaltig zu unterstützen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Meyer. Letzter Punkt, Erhöhung der Angebotsqualität in allen Segmenten. Das spricht auch für das Thema Familienreisen. Da ist Mecklenburg-Vorpommern Spitzenreiter bisher. Die Position wollen wir ausbauen und haben da eine Qualitätsoffensive gestartet. Herr Woitendorf. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Vielen Dank an den Minister für diesen Überblick über das Umfeld, über die Herausforderungen, in denen wir uns bewegen. Auch ist angedeutet worden, dass die Auseinandersetzung, vor allem auch der Dialog mit der Politik, mit der Branche wichtig ist, um dieses Wort, ich wiederhole es gern, Planungssicherheit dann eben zu gewähren für die Zeit, die jetzt kommt, aber auch mittelfristig dann in der weiteren Entwicklung des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Auch dazu haben wir einige Dinge gehört. Meine Aufgabe ist jetzt, von dieser sogenannten Qualitätsoffensive im Familientourismus ein wenig zu berichten. Wir können hier aus einer guten Ausgangslage schöpfen. Wir sind, wenn wir uns die Anteile anschauen, bei den Familienreisen der deutschen Urlauber tatsächlich an der Spitzenposition. Nicht in allen Feldern ist Mecklenburg-Vorpommern ganz vorn und ganz vorn geblieben, aber in diesem Bereich sind wir es und wir halten diese Position seit einigen Jahren und wir halten sie auch in den absoluten Zahlen konstant, trotz der demografischen Entwicklung und des, zumindest wenn man über Jahrzehnte blickt, eher Rückgangs auch in den Geburtenraten und in den Anteilen der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung. Man sieht es hier, also 9,3% aller Familienurlaubsreisen der Deutschen führten nach Mecklenburg-Vorpommern. Damit sind wir nicht nur vor anderen Bundesländern, sondern auch vor anderen Nationalstaaten. Das heißt, es ist wirklich eine starke Position. Knapp 1 Million Reisen, die hier auch im letzten Jahr, im Pandemiejahr verbracht wurden. Und wenn man längere Reisen und wenn man die kurzen Reisen noch dazu nimmt, landen wir sogar bei 1,5 Millionen Familienurlaubsreisen in Summe. Und damit haben diese Reisen ein gutes Drittel Anteil an allen Reisen in Mecklenburg-Vorpommern oder nach Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, wenn wir uns hier noch stärker ausrichten, dann tun wir mit Sicherheit das Richtige. Wir können auch dann natürlich verifizieren und uns anschauen, was die Familien gerne tun, denn dementsprechend muss das Angebot natürlich aufgebaut und weiterentwickelt werden. Es nimmt vielleicht nicht Wunder, dass der Aufenthalt in der Natur dort eine ganz große Rolle spielt, dass die Aktivitäten im, auf und am Wasser eine große Rolle spielen. Ich fand allerdings auch den zweiten Punkt ganz interessant, dass Familien im Urlaub zu 63% tatsächlich auch Zeit mit der Familie verbringen wollen, was natürlich die Frage impliziert, was die anderen 37% machen. Aber das kriegen wir vermutlich hier heute nicht mehr geklärt. In Zukunft, und da sieht man, dass Mecklenburg-Vorpommern durchaus auch noch Hausaufgaben machen muss, wollen die Familien auch sehr stark in unser Land reisen. Aber sie wollen auch in andere Regionen reisen, die in Teilen, Sie haben die Liste gesehen, sich hinter Mecklenburg-Vorpommern noch eingruppieren aktuell. Spanien, Italien, Bayern, Schleswig-Holstein. Das heißt, wir müssen diese Position, wir wollen diese Position mit dem guten Angebot für Familien in den nächsten Jahren verteidigen und haben dementsprechend auch eine große Runde, Zertifizierungsrunde mit unserem Siegel Familienland MV, was wir seit 14 Jahren nunmehr anbieten, im letzten Jahr bewegt und bewältigt. Da kommt in diesem Jahr noch eine kleine Runde dazu, sodass wir dann rund auf 100 zertifizierte Anbieter von familientouristischen Leistungen gehen. Das sind Beherbergungsunternehmen, das sind Erlebnispartner, das sind auch Orte. Und wenn man sich fragt, was in diesem Siegel drin steckt, dann kann man sagen, es ist ein sehr komplexes Siegel, weil Familienreisen eine komplexe Angelegenheit sind. Es geht nicht nur um abgeklebte Steckdosen und Treppenschutzgitter, es geht um eine ausgewogene, gesunde Ernährung, es geht um nachhaltige Angebote, es geht um Betreuungsangebote. Das heißt, es ist ein sehr komplexes System, was wir in Mecklenburg-Vorpommern eben seit einem Jahrzehnt und länger verfolgen und was wir auch stetig weiterentwickelt haben und woran wir auch ganz deutlich festhalten werden. dazu kommt. Und das ist natürlich ein Ergebnis der Corona-Situation, in der wir uns weiterhin befinden. Eine weitere Gewähr von Sicherheit für Familien mit dem Siegel Mehr Sicherheit im Urlaubsland. Mehr als 1000 Unternehmen tragen das. Und hier sozusagen geben wir den Ansatz und die Andeutung und auch die Sicherheit, dass Familien, andere Reisende immer im Bewusstsein der aktuellen Situation reisen können und dass diejenigen, die dort dieses Siegel tragen, auch die entsprechenden Schutzstandards, Maßnahmen, Hygienestandards etc. verfolgen und beachten. Dann habe ich einen zweiten Ansatz neben dem Familienreisen, der aber die Brücke natürlich auch hat zu den Familien, weil viele der Dinge, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, auch von Familien natürlich wahrgenommen werden. Wir wollen Ihnen einen kurzen Ansatz nochmal geben für das, was neu ist in Mecklenburg-Vorpommern, denn der Tourismus wird immer in Dynamik bleiben, wird sich immer weiterentwickeln. Das tut er auch in diesen schwierigen Zeiten, die ja schwieriger kaum sein könnten, gefühlt. Wir haben es geschafft, gemeinsam mit der Landesregierung die New Yorker Philharmoniker, die in diesem Jahr 180 Jahre alt werden und auch 2,5 Jahre pandemiebedingt nicht reisen und auf Gastspieltournee gehen konnten, nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen, als Zeichen für Frieden und Verständnis. Das, denke ich, ist in diesen Zeiten viel wichtiger noch, als wir es vor einigen Wochen angenommen haben. Mit im Gepäck sind Weltstars der Klassik, Sie haben sie gesehen auf den Folien, allen voran Anne-Sophie Mutter. Und es wird 3 Konzerte eben in Peenemünde an historischem Ort geben, Ende Mai. Alle diese Konzerte sind ausverkauft und werden auch live übertragen und aufgezeichnet. Das heißt, die keine Tickets haben, die können trotzdem zuschauen. Wir haben Jubiläen weiterhin in diesem Jahr, was den UNESCO-Welterbestatus für die beiden Städte, Hansestädte, Wismar und Stralsund angeht, wo es interessante Ausstellungen dann in beiden Städten gibt, wo insbesondere im Juni dann auch ein Schwerpunkt gesetzt ist bei den Jubiläumsveranstaltungen, bei den Festakten, ganz sicher auch ein Reiseanlass. Wir haben dann den nicht ganz unumstrittenen Entdecker, in Anführungszeichen Trojas, Heinrich Schliemann, der ein Kind dieses Landes war, in diesem Jahr im besonderen Fokus mit Ausstellungen in der Schliemann-Gedenkstätte an seinem Geburtsort Neubukow, aber auch mit 3 Sonderausstellungen gleich in Ankershagen im Heinrich-Schliemann-Museum. Also ganz sicher auch einen Blick und eine Auseinandersetzung wert anlässlich seines 200. Geburtstages. Wir haben in Wismar 100 Jahre Nosferatu, in großen Teilen tatsächlich in der Hansestadt gedreht und auch in diesem Jahr Teil vieler Veranstaltungen dort. Also wer sich für Film und auch Musik, denn es gibt dort die Brücke und Verbindung, auch interessiert, der möge ein Auge auf Wismar werfen. Wir haben 130 Jahre Künstlerkolonie in Ahrenshoop mit Ausstellungen zu Elisabeth von Eycken und Paul Müller-Kempf, die dort gewirkt haben und natürlich auch die wesentlichen Protagonisten dieser Künstlerkolonie sind. Und wir haben dann, wenn wir von der Kunst ein bisschen wegblicken, hier steht Saunaboot auf Königsweg. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rechtschreibfehler ist und ob das eigentlich Saunaboot und Königsweg heißen sollte. Wenn man aber sagt Saunaboot auf Königsweg, dann könnte man mutmaßen, dass sich da hinten im Schloss ein König oder eine Königin befände. Ist aber nicht so. Dieses Saunaboot fährt wohl über den Schweriner See und ist neu. Gibt auch in Rostock noch eins. Das heißt, dieses Thema Hausboot mit allen möglichen Erlebnissen drum und dran, das wird hier ausgebaut. Und der wirkliche Königsweg, der entsteht für 7,5 Millionen € auf der Insel Rügen im Nationalpark Jasmund, in dem Versuch, der ganz sicher gelingen wird, hier die Natur zu schützen und trotzdem zugänglich zu machen. Sie wissen, welche Erosionen, welche Entwicklung es an der Kreideküste in den letzten Jahren gegeben hat. Und der eigentliche Königsstuhl ist eben nicht mehr zu betreten. Und so wird hier mit einem möglichst geringen Eingriff, der natürlich ein Eingriff ist in die Natur, ein Königsweg barrierefrei errichtet. Dann haben wir eine ganze Reihe von neuen Ressorts. Am Stettiner Haff ein barrierefreies Ressort, ganz an der anderen Seite des Landes in Zarentin am Schalsee ein kleines Land- und Seehotel, um nur 2 zu zeigen. Wir haben einen neuen Naturparkweg, fast 1000 Kilometer lang, der durch alle 7 Naturparke und durchs Biosphärenreservat und den Müritz-Nationalpark führt und weiter ausgebaut wird. Wir haben natürlich, wie viele andere Regionen, uns stark dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben und bündeln auf dieser Seite, die Sie hier sehen, dort eine ganze Reihe von Angeboten, auf die ich zeitbedingt nicht näher eingehen kann. Und wir wollen natürlich, und da schließt sich der Kreis zwischen Familien und Natur, in diesem Feld weiter punkten und haben für die 30 Naturerlebniszentren, ich leite damit auch gleich an Herrn Tanschus weiter vom Ozeaneum, haben wir einen kleinen Film gedreht, den ich Ihnen ausgangs meiner Präsentation gerne zeigen möchte. Ja, vielen Dank, Tobias Woitendorf. Last but not least, Andreas Tanschus vom Ozeaneum in Stralsund, der Direktor. Da, sage ich mal, treffen ja Qualität und Engagement sozusagen, Involvement zueinander bei Ihnen in Stralsund. Was ist denn da in den kommenden Jahren geplant? Ja, meine Damen und Herren, diesen Faden will ich gerne aufnehmen. Das Deutsche Meeresmuseum mit dem Ozeaneum ist rezertifizierter, familienfreundlicher Erlebnispartner im Netzwerk der Naturerlebniszentren in MV. Dennoch betrachten wir uns auch als klassisches Museum, als Bildungsstätte, als Forschungseinrichtung. Und das sind, glaube ich, so die Zutaten, die man braucht, um an der Stelle auch erfolgreich zu sein. Über 60% aller unserer Besucher sind Familien. Und das Hauptantriebsmotiv für diese Familien ist, dass sie tatsächlich gemeinsam mit der Familie etwas erleben möchten, dass sie aber nicht nur das Erlebnis in den Vordergrund stellen, sondern auch etwas mitnehmen möchten, etwas lernen möchten. Und das kann man natürlich bei uns. Der Bildungsauftrag spielt eine zentrale Rolle. Wir haben eine relativ große pädagogische Abteilung bei uns im Hause, die verschiedene Vermittlungsangebote an unsere Mitarbeiter macht. Das findet sich auch alles in den Ausstellungen wieder. Wir sehen das hier am Beispiel eines solchen Robbentisches. Das ist nicht nur bloße Dekoration. Die Kinder, die Familien lernen bei uns auch Unterschiede kennen zwischen den Robben, die auch an unseren Stränden inzwischen wieder heimisch sind. Zum Beispiel die Unterschiede zwischen einer Kegelrobbe und einem Seehund. Und sie werden auch einbezogen in unsere Arbeit, in unsere Forschungsarbeit. Also Citizen Science, das ist so ein Zauberwort für viele. Sie lernen bei uns, wie verhält man sich, wenn man zum Beispiel einer Kegelrobbe an einem Strand begegnet. Sie werden aber auch dazu animiert, Sichtungen zu melden. Das ist wichtig für unsere wissenschaftliche Arbeit. Wir wollen einfach wissen, wie sich die Bestände entwickeln, wie die Wanderbewegungen sind. Sehr interessant wird das am Ende auch, wenn wir zu den hier anderen heimischen Meeressäugern, den kleinen Walen kommen, den Schweinswalen. Da gibt es eine Sichtungs-App, die wir entwickelt haben. Also Segler, Wassersportler, Angler, die melden uns sehr fleißig ihre Lebenssichtungen. Nicht nur die Todfunde spielen bei uns eine große Rolle, die sind natürlich auch wichtig für die Wissenschaft. Das ist völlig klar. Wir sind aber, wo wir gerade bei den Schweinswalen sind, ständig mit dem Finger in der Wunde, was auch schwierige Entwicklungen betrifft. So thematisieren wir unter anderem auch unangenehme Dinge wie Müll im Meer. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die eine Ausstellung gemacht hatten in Deutschland dazu. Das haben viele Forschungsinstitute aufgegriffen. Also das IOW, das Alfred-Wegener-Institut, das Geomar in Kiel, alle forschen inzwischen an Müll und Verbreitung von Müll im Meer und an Strategien, wie man Müll im Meer vermeiden kann. Wir müssen bedenken, dass sich gerade Plastikmüll viele hundert Jahre bei uns in den Meeren hält, bevor er dann abgebaut wird oder verrottet ist. Wenn wir dagegen bedenken, wann Plastik erst so richtig Einzug gehalten hat in unsere Gesellschaft, ist das mal gerade so 70 Jahre her. Und da muss man einfach mal drüber nachdenken, was wir unserer Welt hier alles antun. Lärm im Meer ist ein wichtiges Thema, gerade bei den Schweinswalen. Bau von Offshore-Anlagen mit viel RAM-Arbeiten erzeugt, viel Lärm, geologische Erkundungen mit Detonationen etc. Da haben auch wir Strategien mitentwickelt, wie man solchen Lärm durch Blasenschleier zum Beispiel vermeiden kann. All das rücken wir ins Bewusstsein der Leute und wir wollen sie aber trotzdem begeistern für die Natur, für ihre Umwelt, denn nur das, was sie als wirklich schön empfinden, was sie lieben, das werden sie auch selbst schützen und sie sollen darüber nachdenken, welche Dinge jeder selbst für sich am Ende erledigen kann. Wir stehen auch vor neuen Herausforderungen, auch 2022. Auch die Pandemie hat uns natürlich zugesetzt. Unsere Besucherzahlen sind ungefähr um die Hälfte eingebrochen. Wir haben immerhin aber 2020, 2021 noch weit über 300.000 Besucher gehabt. Das ist unter diesen Bedingungen, glaube ich, nach wie vor noch ein ziemlich gutes Ergebnis. 2019 waren es allerdings 835.000 Besucher und wir möchten gerne wieder in diese Region, um möglichst viele Leute zu erreichen. Wir haben seit dem letzten Herbst einen neuen wissenschaftlichen Direktor, mein Kollege Professor Burkhard Baschek, unterstützt mich seitdem kräftig in unserer Arbeit. Er ist Mitchairman im Expertenrat der UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung der Ozeane und ist da zuständig für den sicheren Ozean. Aus unserem Hause kommen sehr viele Beiträge. Er wird einige Dinge auch live moderieren, mit vorstellen. Es gibt da verschiedene Laboratorien, die weltweit ausgestrahlt werden. Das heißt, wir strecken unsere Finger nicht nur nach den Besuchern bei uns vor Ort aus, sondern sind inzwischen in der gesamten Welt unterwegs. Es wird eine neue Fotoausstellung geben, die auch dieses Thema Umgang mit den Meeren thematisiert. Die verkehrt einmal die Perspektive. Es sind nicht nur die Tiere und die Pflanzen, die ihren angestammten Lebensraum im Meer haben, sondern hier sehen wir das mal aus der Perspektive des Menschen als Täter und Opfer. Tainted Ocean Love ist eine Ausstellung, die wir jetzt im Frühjahr bei uns eröffnen wollen mit sehr großformatigen Fotoleinwänden, die mehrere Meter groß sind. Das ist auch ein Projekt, das den Bogen schlägt zur Kunst. Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Ich muss Sie leider unterbrechen. Vielen Dank. Wir haben jetzt nämlich noch eine Minute. Vielen Dank für die Ausführungen. Es war noch eine schnelle Frage von der Ostsee-Zeitung an Herrn Meyer. Wie teuer wird der Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr? Jetzt könnte ich sagen, Qualität hat ihren Preis, aber ich glaube, die Menschen wollen Sicherheit und gerade die Hygienestandards bei uns im Tourismus sind hoch. Das wird ein wenig mehr kosten, aber ich glaube, das kann man den Kunden erklären. Dafür gibt es eben auch Sicherheit und Gesundheit. Ja, alle Fragen, die jetzt nicht beantwortet worden sind. Es gab noch eine, und zwar, wie lange dauert die Erholung im Tourismus voraussichtlich in MV, in anderen Bereichen und in Deutschland? Es war auch eine Frage an Herrn Meyer. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Ich hatte ja vorhin darauf hingewiesen, Übernachtungszahlen letztes Jahr etwas mehr als 26 Millionen in Mecklenburg-Vorpommern, Niveau von 2007. So ähnlich ist es in Deutschland, sogar noch ein bisschen verschärft. Also wir werden lange daran zu arbeiten haben, wieder auf das Niveau von 2019 zu kommen. Ja, vielen Dank. Das war es auch schon jetzt von unserem Livestream hier im Rahmen der ITB Berlin. Stellen Sie gerne weitere Fragen auch an presse@aufnachmv.de per E-Mail oder rufen Sie an unter 0381 40 30 610. Wir beantworten alle Fragen gerne im Anschluss auch und wünschen Ihnen noch ein schönes Programm im Rahmen der ITB.